Ja, ein Google-Account muss erstellt werden oder natürlich, es besteht schon einer. Eine nachträgliche Trennung von dem Google oder Google Plus-Account bei YouTube ist leider Stand Juni 2014 nicht mehr möglich. Das ging lange Zeit, ist aber wie gesagt im Moment nicht möglich. Hier gibt es zwei verschiedene Ausprägungen. Zum einen ist es der bestätigte Account. Der bestätigte Account, damit kannst du schon sehr, sehr viele Dinge machen, wie beispielsweise individuelle Thumbnails erstellen, Wiedergabelisten einstellen, auf deine eigene Webseite verknüpfen. Der bestätigte Account kannst du sofort machen. Dazu gehst du einfach in die YouTube-Einstellungen und lässt den Account bestätigen. Du kannst dann einen Sprachanruf tätigen lassen oder dir eine SMS schicken lassen auf dein Handy und gibst dann den Code ein und dann ist der Account schon bestätigt. Zum anderen gibt es den tatsächlichen Partnerstatus, den erreichst du aber erst, wenn du tatsächlich 75.000 Wiedergabezeitstunden in den letzten 90 Tagen erreicht hast. Es gibt eine ausführliche Liste von YouTube selbst, die verlinke ich euch unten und schreibe sie auch nochmal als Kommentar hin. Das ist eine Verlinkung zu einer Seite von YouTube. Dort seht ihr ausführlich, was genau man mit dem bestätigten Account oder eben auch mit dem Partnerstatus machen kann und ab wann man ihn bekommt. Zu Kanaltipps bekommst du im Buch ganz viele Anregungen. Wir haben extra ein ganzes Kapitel dafür ausgewählt und schau dir einfach das Kapitel an. Es sind ja mindestens 10 Tipps drin, die, für den Kanal wichtig sind. Vielleicht ein kleiner Tipp hier. Ich finde die In-Video-Programme sehr, sehr gut. Dort kannst du zum Beispiel dein kleines Thumbnail als Wasserzeichen einblenden lassen oder zum Beispiel eine vorgeschlagene Wiedergabeliste, um eben einfach noch eine höhere Zuschauerbindung zu erreichen. Das Über-uns-Feld im Kanal ist ein ganz wichtiges Feld. Das wird natürlich auch von Google ausgelesen. Dort auf jeden Fall die Suchwörter hinterlegen, auf jeden Fall die verknüpften Webseiten angeben, also nicht nur zum eigenen Blog oder zur eigenen Webseite, sondern eben auch zu allen relevanten Social-Media-Kanälen und am besten die komplette Zeichenmöglichkeiten ausschöpfen. Benutzerdefinierte Thumbnails sind so wichtig, weil wenn du ein Video hochlädst, dann wählt YouTube ja in der Regel ein eigenes Thumbnail aus und YouTube schaut da ungefähr bei 25%, 50% und 75% der Wiedergabezeit des Videos und pickt sich dort einfach randommäßig, also zufälligerweise, ein Bild heraus. Das Bild muss natürlich jetzt nicht so toll aussehen und wenn du ein benutzerdefiniertes Thumbnail hochlädst, dann hast du natürlich die volle Kontrolle, was da drin zu sehen ist. Du kannst auch einen Text schon reinschreiben und die sind so wichtig, weil natürlich, wenn jemand sich ein Video anschaut, dein Video auf der rechten Seite und der vorgeschlagenen Videos eben auch erscheinen kann oder am Ende des Videos als Thumbnail und dort sehen die User oder die Videos schauen, natürlich erstmal nur das Bild. Sie können sich natürlich nicht vorstellen, was in dem Video dann tatsächlich geschieht. Und so muss das Bild natürlich Aufmerksamkeit und Interesse wecken, sodass derjenige überhaupt erst draufklickt. Auch wenn du dein Video verknüpfst auf deiner Homepage oder auf deinem Blog, dann erscheint in der Regel das Thumbnail-Bild als Vorschaubild und auch da möchtest du natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Nochmal zurück zu den Thumbnails. Die Größe der Thumbnails sollte mindestens 640 x 360 Pixel sein. Je höher die Auflösung, desto besser. Am besten eine 16 zu 9 Ausrichtung wählen und die Dateigröße darf maximal 2 Megabyte sein. Also in der Beschreibung empfehle ich meistens zwei verschiedene Parts reinzumachen. Ganz oben die ersten drei Zeilen der Beschreibung, da empfehle ich natürlich eine Verlinkung reinzumachen, entweder zum Blog, zur Webseite oder wo auch immer du gerne verlinken möchtest, worauf du oder wo dann was davon hast und einen ja, reißerischen oder sehr interesseweckenden
Titel zu wählen, also in den ersten drei Zeilen der Beschreibung, denn diese drei Zeilen werden in der Regel sowohl beim Desktop als auch auf mobilen Geräten teilweise zumindest angezeigt. Und wenn da was Interessantes steht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass derjenige eben auf den Link klickt oder sich mehr der Beschreibung anschaut. Und der untere Teil der Beschreibung, der kann immer fix sein. Das heißt, da verlinkst du beispielsweise auf Facebook oder da sagst du, um was es in deinem Channel allgemein geht. Also zusammengefasst der obere Teil, das obere Drittel vom oberen Teil der Beschreibung, Verlinkung und einen interessemachenden Text. Dann in der Mitte, worum es überhaupt in dem Video geht. Und ganz unten dann Verlinkungen zu anderen Webseiten, worum es in deinem Channel geht und so weiter. Ein Kanaltrailer ist deshalb wichtig, wenn der Benutzer oder der User auf deinen Kanal klickt, dann startet automatisch der Kanaltrailer, solange der User deinen Kanal noch nicht abonniert hat. Und dieses automatische Starten erweckt natürlich sofort Aufmerksamkeit und es hat einen weiteren Vorteil, es zählt natürlich jedes Mal als View. Und dies erhöht die Views auf deine Videos enorm und wie gesagt, der User, dadurch, dass es automatisch startet, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich das Video anschaut und dann hoffentlich natürlich eben auch abonniert, das Video gefällt mir, markiert und so weiter. Ja, dazu gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Es gibt Videos oder Channels, die haben regelmäßig 15, 20, 30 Minuten Videos drin und schneiden die nicht und die funktionieren hervorragend. Und dann gibt es wieder andere Channels, die haben 30 Sekunden bis 2, 3 Minuten Videos drin und die funktionieren auch sehr gut und umgekehrt genauso. Also es gibt da, glaube ich, keinen allgemeinen Tipp. Es kommt auf dich an. Es ist wichtig, dass du authentisch bist. Es kommt natürlich auch auf dein Thema an, wenn es natürlich sehr erklärungsbedürftig ist oder wenn es sehr, sehr tief in die Materie reingeht, dann ist es manchmal eben auch unabdingbar, dass das Video länger wird. Ich bin bisher ganz gut gefahren mit kurzen Videos, das heißt zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten. Da ist natürlich die Chance höher, dass der User den eben auch dran bleibt und sich mal ein Video von 2-3 Minuten anschaut. Ansonsten User, die an deinem Thema mehr als interessiert sind und wenn du sehr, sehr gute Inhalte lieferst, dann kann das Video auch durchaus länger sein wie 2-3 Minuten. Dann kann auch ein 15 bis 20 Minuten Video sehr, sehr gut gehen und auch durchgeschaut werden. Ja, die Anzahl der Videos, die man hochladen soll, ist eine häufig gestellte Frage. Google oder beziehungsweise YouTube mag es natürlich, wenn ich regelmäßig Videos hochlade. Also ich würde dann eher empfehlen, anstatt dass ich einmal 5 Videos hintereinander hochlade, dass ich zum Beispiel dann jeden Montag oder jeden Sonntag für 5 Wochen lang ein Video hochlade, dass einfach diese Regelmäßigkeit entsteht, denn das wertet Google sehr, sehr gut. Ansonsten, wenn ich natürlich viel Zeit habe, auch ja, sehr viel Inhalte präsentieren kann, dann empfehle ich schon, mehr Videos hochzuladen. Auch da zeigt natürlich dann die Erfahrung, kommt es gut an bei den Usern oder weniger gut. Habe ich mehr Views auf ein Video, wenn ich zum Beispiel nur einmal die Woche eins hochlade oder teilt sich das dann auf, wenn ich 5-mal die Woche hochlade. Da darf ich natürlich auch ein bisschen in die Analytics-Daten schauen. Die Analytics-Daten findest du unter Einstellungen und dann Analytics und da siehst du sehr, sehr gut, wie oft wird dein Video geklickt, wie lange wird es angeschaut, wie viel Daumen hoch, wie viel Daumen runter und so weiter. Du siehst auch dort übrigens deine durchschnittliche Wiedergabezeit, also kannst dort schauen, ob du eben auch schon als Partner in Frage kommst. Ja, soweit die Fragen bisher, die mir bisher gestellt wurden. Wenn du weitere Fragen hast, dann schreib sie mir auf jeden Fall. Am besten schreibst du sie mir per E-Mail auf christian@dbranding.de. Die E-Mail-Adresse steht auch nochmal unten in der Description und ich habe sie hier auch nochmal eingeblendet. Also ihr könnt mir jederzeit schreiben. Ich freue mich sehr auf deine, auf eure Nachrichten und mit Sicherheit werden wir dann die Fragen auch auf der Seite beantworten. Ich wünsche dir persönlich ganz, ganz viel Glück und Erfolg mit deinem YouTube-Channel und
Alles, alles Gute, dein Christian.